Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Craft Attack 5. Freut mich, wie viel positives Feedback es in der letzten Folge gab, als ich einfach mal so eine klassische Let's Play-Folge gemacht habe, einfach mal über Dinge geredet. Das war cool, das hätte ich nicht gedacht, dass das so gut ankommt. Freut mich. Ich glaube, ich mach das jetzt wieder öfter. Irgendwo bin ich halt doch der Let's Player. Ich möchte zuallererst auf zwei Sachen eingehen, und zwar willkommen, bla bla bla, Gedenkpark kennt ihr bereits. Der Kopf allerdings da oben drüber ist neu, denn gestern Abend im Stream war Noah zum ersten Mal wieder auf dem Server und er fand es sehr toll. Also er hat sich, glaube ich, gefreut. Ich glaube, er hat sich auch ein bisschen gewundert. Aber ich glaube, er hat sich auch gefreut darüber, was mit seinem Haus passiert ist. Und dass wir sein Haus quasi in seiner Abwesenheit einfach ein bisschen auf ein neues Level gehoben haben, nicht wahr? Okay, also das ist der Noah Gedenkpark. Würdest du sagen, mein Turm ist groß? Ich würde sagen, was anderes ist groß. Okay, sorry. Ich bin auf den Server gekommen, der gleich, oh nee, darf man nicht sagen. Nee, das darf man nicht. Okay, das kriegen wir nie wieder los. Drödel, oh mein Gott. Nach 48 Stunden Streams sind doch noch nicht zurück zu sein. Würdest du sagen, mein Turm ist groß. Sag mal, musst du was kompensieren? Fragezeichen. Alter, was hat der denn vor? Ob wir es wohl schaffen, ihn runterzuschießen? Ja? Nein, leider nicht. Er ist ein Stockwerk zu hoch dafür. Man! Wie cool das wäre. Nee, ich komme leider nicht auf die Höhe. Ich komme halt nicht mehr ansatzweise auf die Höhe. Real, ich habe nie gedacht, dass er so groß wird. Lol. Okay, also was ich euch noch zeigen möchte, außer dem Noah Gedenkpark, ist diese Seite meines Berges. Ihr seht, dass der Berg da so ein kleines bisschen reingeht, aber eigentlich relativ flach verläuft. Alternativ könnte man das, was ich aber vorhabe, genauso in diesen Teil des Berges hineinbauen. Tendenziell baue ich sogar hier hinein. Und zwar möchte ich Folgendes bauen. Lass uns kurz ins Singleplayer gehen. Ich habe mir gerade ein paar Gedanken gemacht. Ich habe diese Idee auch schon wirklich, seitdem ich diesen Berg hier habe. Und zwar dachte ich, es wäre eigentlich ganz cool, drei solche LED-Wände zu haben, die man selbst beleuchten kann. Also man kann zum Beispiel so einen, okay, ich baue das jetzt nur etwas kleiner, aber ihr kennt es ja trotzdem, man kann zum Beispiel einen CA5 hinbauen, so, weißt du, dass dann leuchtet, oder man kann einen 702 hinbauen und so weiter. Und der Witz daran ist, oder wie ich das eigentlich vorhabe, ist, dass das diese großen Dinger sind, also das ist quasi eine Zahl, einfach so groß, weil man dann halt, was weiß ich, auch wirklich wunderschön detailliert. Ich kann das jetzt hier gerade sehr schlecht. Das hätte eine 5 werden können. Ja gut, aber ihr wisst, was ich meine. Dann kann man einfach auch ein bisschen größer und schönere Zahlen machen. Und ich kann mir vorstellen, dass das dann von der ganzen Stadt aus sichtbar ist. Ich möchte quasi drei solche Teile nehmen. Aber auch nö machen und so weiter. Alles, was eben aus drei Buchstaben oder Zeichen besteht. Und meine Idee bei dem Horse läuft auch, Alter. Meine Idee war, dass man das customizable machen kann. Also schön ein Buzzword rausgeballert. Nee, also meine Idee ist, dass man irgendwie das Pattern selbst vorgibt. Weil, ich meine, klar könnte man einfach überall irgendwie Hebel hinmachen oder sowas. Oder überall da Redstone-Blöcke, wo man gerade Licht haben möchte. Aber ich möchte, dass es ja auch ein- und ausgehen kann. Irgendwie muss man es schaffen, dass man auswählen kann, welche Blöcke leuchten, wenn Strom anliegt. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Ich dachte, man könnte das irgendwie so mit Pisten lösen, dass man zum Beispiel, die mal weg, dass man es zum Beispiel so macht, dass ich quasi eine Pistenwand habe und alle Pisten sich immer ein- und ausfahren, wenn Strom an- und ausgeht, und man durch die Position von Redstone-Blöcken bestimmt, wo tatsächlich dabei Licht passiert. Leider gibt es dann so blöde Effekte, wenn ich jetzt hier einen hinsetze, jetzt kann ich es nicht mehr einfahren, weil der Block natürlich das hier powert und so weiter. Also schön wäre es gewesen, das wäre die Lösung gewesen, geht aber leider nicht. Durch das Verhalten von Pisten, was ganz oft, glaube ich, nützlich ist, aber ganz oft halt auch scheiße. Und deswegen kriege ich das hier nicht so easy umgesetzt. Eine andere Idee wäre irgendwie gewesen, dass man das irgendwie, also so hätte ich es dann gebastelt, dass es quasi dann nicht sich hier ausfährt und so weiter. Es ist auch wirklich alles irgendwie möglich, aber wie gesagt, sobald ich den hier habe, und einmal irgendwas ausfahre, dann ist immer halt so wieder bei dem Effekt. Ja, das ist ein Problem. Man könnte das irgendwie auch direkt powern. Ich weiß es noch nicht.
Ich hoffe, es ist möglich. Ich habe mir es noch nicht gut genug angeguckt, weil wenn nicht, dann ist es entweder nicht ein- oder ausschaltbar oder es ist halt, muss jedes Mal die Verkabelung komplett ändern, um festzulegen, welche Sachen an sind. Und dann kann ich halt nicht mehr einfach so die Buchstaben austauschen. Das wäre halt schon sehr, sehr geil. Warum ich möchte oder warum es mir nicht ausreicht, einfach nur Redstone-Blöcke hinzusetzen und so zu kontrollieren, welche Lampen leuchten, habe ich hier drüben mal aufgebaut. Das hier sind jetzt quasi, das müsst ihr euch vorstellen, dass das erste, zweite und dritte LED-Feld. Ja? Also zum Beispiel CA5 oder 702 oder NÖÖ. Ja? Und dann möchte ich zum Beispiel, hier habe ich einfach mal irgendwie so einen ganz leichten, sich immer wieder invertierenden und mit Lay behafteten Redstone-Circuit hingebaut. Dann möchte ich quasi das Ding einfach, oder an, quasi die Pistenwand, die die Sachen an- und ausmacht, an sowas dranhängen. Dass mal die eine leuchtet, mal die andere, zum Beispiel schön 1, 2, 3, 1, 1, 1, also alle, ne? So wie man das von Leuchtreklamen auch kennt. Oder wie ich es jetzt hier gerade gebaut habe, also eigentlich wollte ich das bauen, aber ich habe es wohl verkackt. Dass es halt einfach so randommäßig an- und ausgeht, wobei dann System mittendran ist, aber dann irgendwie mal alle leuchten zwischendrin und das natürlich auch nur nachts. Das heißt, da ist noch ein Daylight-Sensor hinten dran, der diesen ganzen Circuit an- und ausmacht, wobei das natürlich die kleinste Herausforderung ist. Zack, und jetzt dürfte es gleich aufhören zu funktionieren. Genau, so, also so viel ist jetzt auch nicht das Problem. Wäre meiner Meinung nach ein extrem geiler Use Case für meinen Berg, weil ich halt so viel Fläche habe, mit der man irgendetwas Cooles anfangen kann, meiner Meinung nach. Natürlich werde ich diese Fläche, sobald der Berg geladen hat, auch noch mit Häusern und Stuff und so. Aber ich dachte, vielleicht ist sogar die Stelle hier geeignet dafür, dass man da diese Reklameteile reinballert. Ja, ich weiß halt nicht, wie. Ich denke schon, dass sie 5x6 sein müssen. Was waren das jetzt? Maße 7x5. Damit man genug Platz hat und so weiter. Aber ich weiß aktuell noch nicht, also ich meine, statisch umsetzen ist nicht schwer, aber das ganze Ding dynamisch machen ist halt aktuell durchaus eine Herausforderung. Und ich hoffe, dass das von den Lightning Bugs her überhaupt geht, dass es an- und aus geht. Das müssten wir theoretisch alles einfach mal testen, aber dafür brauche ich ein bisschen mehr Zeit und die habe ich aktuell nicht. Okay, so viel dazu. Jetzt möchte ich euch als nächstes zeigen, was ich im Stream gestern gemacht habe, weil wir haben ja gestreamt Arena Renode. Ja, so sagt man das. Wir haben gestreamt und wir haben neben dem Noah-Gedenkpfahl, von dem ich ja gerade eben schon gesprochen habe, auch was ganz anderes gemacht. Und zwar Squids getötet. Woohoo! Nein, wir haben Tiere gesammelt. Und zwar haben wir hier drin aktuell Schweine. Und wir haben Schafe. Und das ist halt schon ziemlich geil, weil wer hat in dieser Stadt bitte alle Tiere? Ich kenne da niemanden. Also bis jetzt war irgendwie, hat sich keiner bis jetzt genötigt gefühlt, einfach mal rumzufahren und Tiere zu sammeln. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es hat auch 1,5 Stunden gedauert, die alle zu finden. Also so ganz ohne war das jetzt nicht. Aber es hat funktioniert, ne? So, das heißt, wir haben jetzt theoretisch die Möglichkeit, Schweine, Hühner, Kühe und Schafe. Ja doch, alle vier Typen Tiere, an die wir einfach so rankommen, zu züchten. Einziges Problem an der Stelle, ich kann die Viecher nicht in meinen Aufzug stellen. Also ich könnte schon und es wäre auch ganz lustig. Vielleicht machen wir das auch irgendwann mal, wenn ihr wollt. Aber ich glaube, sie würden es nicht überleben. Das bedeutet, ich muss meine alte Minecart-Strecke wiederbeleben. Hier ist ja irgendwo, irgendwo direkt vor meiner Nase, ist ja eine Minecart-Strecke. Wer sich wundert, was das für ein Unfall ist, die war ursprünglich dafür gedacht, um, das ist auch ein bisschen suboptimal. Die war ursprünglich dafür gedacht, um Villager oder die Initial-Villager meiner Farm hier hochzubringen. Das stammt noch aus dem zweiten Stream oder so, stammt das noch. Wenn ich jetzt hier durchschlage, bin ich auch genau hier, habe ich nämlich einen gefangen und so weiter. Was wir jetzt aber machen werden, und da mache ich jetzt aber tatsächlich einen kleinen Zeitrafferü, ist die Strecke schnell wiederbeleben. Weil irgendwo geht diese Strecke schon relativ gut im Berg hoch. Und das wäre einfach super gut, um Tiere nach oben zu bringen. Ja, und genau das werden wir jetzt machen.
Okay, dieser Zeitraffer hat eventuell ein kleines bisschen komisch ausgesehen, weil ich erst später bemerkt habe, dass ich Vollidiot ja Leads habe oder Leads. Leads. In diesem Fall ist Leads, glaube ich, richtig. Das heißt, ich brauche gar keine Schienen, um die hier hochzuführen. Hätte ich irgendwann mal drüber, früher dran denken können, dass es ja Techniken gibt, mit denen man Tiere bewegen kann, ohne Schienen zu nutzen. Und wo ich auch früher hätte drüber nachdenken können, ist die Tatsache, dass ich Vollidiot gerade eben Wasser habe hier durchlaufen lassen, aus Versehen, weil ich in Wasser reingegraben habe, dreimal, aber eigentlich aus Versehen. Das bedeutet, ich kann gerade von Glück reden, dass mir nicht meine komplette Redstone-Infrastruktur weggespült wurde. Es ist aber ganz spannend, wo wir hier sind. Hier sind wir zum Beispiel mal, das kann ich einmal wieder zubauen, hier sind wir zum Beispiel mal unter dem Hauptraum gewesen. Dann bin ich an meiner Farm vorbeigekommen. Letztlich habe ich es jetzt geschafft und habe einen kompletten Service-Tunnel gebaut. Was irgendwie ganz wichtig ist, ne? Ist wieder so, ich weiß nicht, auf einmal sind wir wieder bei Sachen, die wir, bei Konzepten, die wir bereits kennen, Service-Tunnels bauen, so, um quasi an der, eigentlichen menschenbewegenden oder tierbewegenden oder villagerbewegenden Infrastruktur vorbeizukommen. Mega lustig, finde ich. Und das Zeug haben wir jetzt gebaut. Das bedeutet, ich kann hier mal kurz mein Inventar ausleeren, soweit das eben geht. Das Einzige, was ich definitiv benötigen werde, und das müssen wir uns jetzt auch herstellen, weil ich jetzt gerade eben nichts davon da habe, sind Zäune, um oben die Viecher dann ein bisschen kurz einzufangen. Weil was ich machen möchte, ist ja erstmal hochbewegen und dann über die nächsten Folgen, also wenn ich jedenfalls nichts Cooles mit Redstone baue, möchte ich über die nächsten Folgen die Viecher da oben ein bisschen schön einbauen, ein paar Gehege bauen, einfach ein bisschen schön bauen auch, dass es nicht nur pure Effizienz ist. Mir tut voll mein Handgelenk vom Tragen, von diesem riesigen Paket. Wer mir auf Twitter folgt, weiß, was ich meine. Das alles wollen wir da oben ein bisschen machen. Das heißt, wir benötigen zweierlei hier. Und die können wir ja auch gleich mitnehmen. So, und dann haben wir das Grundequipment, um Tiere hochzuholen. Und was jetzt kommt, wird sehr, sehr lustig. Weil ich muss es jetzt schaffen, jeweils eins von diesen Tieren hier rauszubekommen. Oder eigentlich können wir immer zwei mitnehmen. Guck mal. Eins lassen wir immer da als Backup. Weil ich weiß, dass das, was ich gerade mache, prädestiniert dafür ist, dass eins der Viecher stirbt. Also nehmen wir es einfach mal so, wie es ist. Das kann jetzt sehr, sehr schief gehen, was ich hier mache. Und deswegen mache ich das in einem Zeitraffer, damit es für euch toller aussieht. Bis gleich. Okay, Mission 1 completed. Das war ganz okay, muss ich sagen. Also ich hätte gedacht, dass ich gleich ein bisschen mehr Schwierigkeiten habe. Ja super, jetzt habe ich dadurch halt eine... Ja, jetzt wird es wieder riskant, jetzt muss ich das Ding wieder aufmachen. Jetzt könnte sich wieder eins der Schweine währenddessen schnell rausbewegen. Hat es aber nicht getan. Sehr schön. Das war easy. Das war, also, es war nicht 100% easy, sage ich mal. Weil ich musste es halt schon schaffen, dass... ich glaube, wir müssen ihn wieder doppelt bauen, ne, damit sie sich nicht ausbüchsen können. Also ich muss es halt schon schaffen, dass sie überhaupt... Oder wisst ihr, was wir machen? Wir machen es noch leichter. Ich muss es schaffen, dass sie halt nie zurückbargen und so. Also es war jetzt kein Ding der Unmöglichkeit. Ich würde aber auch lügen, wenn ich sagen das würde, dass das jetzt gerade leicht war. Nummer 1 wäre geschafft. Als nächstes kommen die Schafe. Die müssen wir natürlich auch noch hochholen. Wieso gehe ich diesen Unfallweg runter, wenn ich einfach runterspringen kann? Weißt du so? Ist ja nicht so, als wären wir... Weißt du, ich habe mich reingegraben, mehrfach. Hier fehlen irgendwo Rosen. Ich sehe es nur... Hier, da habe ich zum Beispiel reingegraben. Egal. Ich hole mal noch schnell die armen Schafe hier hoch. Und auch das wäre vollbracht. Sehr schön. Hey, das hat wesentlich besser funktioniert, als ich es ursprünglich gedacht hatte. Das hat tatsächlich einfach kommentarlos funktioniert. Ich dachte, ich habe jetzt gleich mega das Problem, aber natürlich fahren wir auch die hier oben erstmal. Puh, das macht die Sache jetzt doch durchaus einfacher. Also, dass wir es geschafft haben, die hier hochzuholen, bedeutet nämlich für uns, dass wir jetzt alle Tiersorten, die wir hier benötigen, da haben. Rein der Vollständigkeit halber nutze ich jetzt die 4 Eier, um hier eventuell Mini-Hühnchen reinzubekommen.
Habe ich nicht, habe ich doch, habe ich sogar geschafft, siehst du mal. Okay, ja, damit haben wir alles da. Was ich jetzt machen muss, damit die Tiere hier nicht rausglitschen, ist, muss ich eventuell noch irgendwoher Baum. Haben wir Baum da oben? Haben wir noch Baum? Ich weiß es nicht. Ich eventuell noch einen Baum schnell fällen, damit die nicht rausglitschen. Dass ich, wie gesagt, die Zäune hier verdopple, so wie wir das bei den Kühen auch schon gemacht haben. Ich bin mir nicht sicher, ob man das bei so kleinen Gehegen auch braucht oder ob das erst kommt, wenn ein gewisser, sagen wir mal, Füllstand des Geheges erreicht ist. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall, und das allererste, glaube ich sogar, ich möchte mir jetzt keine falschen Lorbeeren, aber ich habe noch bei keinem anderen in der Stadt alle Tiersorten gefunden. Natürlich viel mehr Tiersorten, Papageien und ich weiß alles, aber ich meine, das Nutztiersorten, der Nutztiersorte ist der beste Begriff dafür. So, jetzt crafte ich mir das 100. Crafting Table, das kommt hier drüben hin und ich mache mir nochmal schnell ein paar wenige Zäune. Zack, 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 zack. Wer sich wundert, warum ich hier nicht mit Not Enough Items arbeite, damit man das nutzen kann, muss es auch serverseitig installiert werden, leider. Okay, cool. Das sieht sehr solide aus. Da haben wir auf jeden Fall alle drei Tiersorten jetzt am Start. Hier liegt noch eine Rope von mir drin, die werde ich wohl nie wieder rausbekommen. Oder ich kann ja riskieren, oder? Risky, risky boy. Hat funktioniert, oder? Ja, habe ich bekommen. Sehr schön. Nice, Leute. Jetzt kommt natürlich der interessantere Schritt, sage ich mal. Weil wenn ich jetzt hier einfach mal aufgrabe, also so viel dürfte es jetzt aber nicht dauern, bis ich hier raus bin. Ey, liebe Minecraft-Kinder, was geht hier ab? Achso, ich dachte gerade, ich habe irgendwie... Okay, alles klar. Dann seht ihr, dass hier ziemlich viel Platz ist. Und jetzt fangen wir nämlich, also eigentlich wollte ich mit Penthouse und so weiter, aber jetzt fangen wir nämlich mit etwas an, was ich auch sehr spannend finde. Und zwar ursprünglich habe ich mir diesen Berg hier ausgesucht, weil ich gesehen habe, dass es hier oben das Potenzial gibt, eine wunderschöne Farm zu bauen, die eben nicht auf Base Layer ist, die eben nicht so langweilig ist, sondern mit ein bisschen Aussicht. Das ist halt genau mein Baustil, wie wir alle wissen. Und deswegen möchte ich eigentlich das jetzt hier als nächstes ausbauen. Hier kommt, wie gesagt, eine Treppe runter. Die muss ich auch bald bauen, weil ich muss jetzt quasi den Bereich hier drüben einfach mal dafür reservieren und kann hier nichts hinsetzen. Und der ganze Bereich, also von hier bis hier rüber, das hier muss natürlich bleiben wegen der Sicherheit der Villager-Farm, wie wir alle wissen. Aber auch sogar hier in den Berg hinein möchte ich jetzt einzelne Farmen bauen. Und die Tiere dort halten. So ähnlich, wie ich das auch schon in Craft Attack 3 zum Beispiel gemacht habe. Einziges Problem, das ich habe, ist Numero Uno. Ich bin noch nicht zufrieden, also mit dem Teil hier. Eventuell bauen wir irgendwo anders mal eine Treppe noch, weil die Treppe hier und alles, wie es da unten aussieht, ist halt auch einfach noch nicht fertig. Und Numero Duo ist, dass ich auch unzufrieden bin aktuell damit. Tschüss! Dass die sich halt immer wieder rausglitschen können. Das heißt, da brauchen wir eventuell irgendwie andere Mauern oder irgendwas. Ich weiß es noch nicht. Unterm Strich, was hier oben aber entstehen soll, ist einfach ein wunderschöner, ja, Bauernhof quasi. Ich werde auch gucken, dass ich wirklich bauernhofmäßig baue. Vielleicht wie damals in dem Video, was ich mit meiner Freundin zusammen gemacht habe. Und dann soll das einfach gut aussehen. Versteht ihr, was ich meine? Das soll halt einfach... Ein schöner Bauernhof auf Level 150 oder keine Ahnung, 180 oder 130? 130, das habe ich noch im Kopf gehabt. Sein. Ja, also, das ist der Plan darüber. Ich würde mal sagen, damit sind wir aber auch ziemlich... Alter, ihr vermehrt euch wie die Karnickels. Unglaublich. Fangfrage am Ende der Folge. Ich wollte ja... Also das Problem ist, dass wenn ich halt jetzt tatsächlich... Also ich muss ja noch irgendwann Villager verwenden, um Farmen aufzubauen. Das Problem ist halt nur... dass ich aktuell mir nicht ganz so sicher bin, ob das überhaupt umsetzbar ist, wie ich mir das vorstelle, weil, und das ist ein ganz simples Weil, es aktuell ja so ist, dass, alles klar, der hat Nerven, Mann, weil es aktuell ja so ist, dass, ja, du darfst auch gern durchfahren, willst du nicht, okay, tschüss, weil es aktuell ja so ist, dass die, ich habe meinen Satz vergessen. Ich habe mich gerade so drauf konzentriert, dass ich die Leute hier richtig zuweise, dass ich nicht mehr weiß, was ich sagen wollte. Ist aber auch egal. War kein guter Satz, glaube ich. So, Weaponsmith, du bist B, ne? Ja, genau. Ich bin gerade mega brain AFK. Ich habe gerade über 17 Dinge gleichzeitig nachgedacht, noch überlegt, was ich zu Mittag esse und dann noch versucht, nebenher zu kommentieren. Das kann nicht funktionieren. Okay, ist aber auch egal, Leute. Wir sind am Ende der Folge angekommen. Was auch immer ich jetzt sagen wollte. Ich hasse das wie die Pest, wenn ich sowas vergesse, aber
manchmal geht es eben nicht besser. Das Ding hier funktioniert, das ist die Hauptsache. Und ja, wir haben einfach ein bisschen Arbeit noch vor uns. Wir müssen das hier ausgraben, wir müssen hier die neue Treppe dazu bauen, die natürlich halbwegs todsicher sein muss. Wir müssen dann oben den Bauernhof bauen, der irgendwie gut aussehen soll. Du, dieses Stockwerk, das Lustige ist, ich möchte ja übrigens den Bauernhof auch nur hier außen haben. Also das soll irgendwie bis hierhin hingehen. Und hier wollte ich eigentlich so kleine Farmen hinbauen. Also, ja, halt gut aussehende Farmen. Keine automatischen Villager-Farmen oder sowas, weil das ging echt sowieso nicht vom Platzabstand her. Das sind keine 66 Blöcke bis hierhin. Aber dafür habe ich eigentlich ursprünglich mal die Ebene hier ausgehoben. Und wir haben hier halt auch noch Potenzial, ne? Also, wenn ich mal hier reingrabe, dann seht ihr, wie groß der Berg hier in diese Richtung noch ist. Also gut, hier ist lustigerweise, das ist übrigens auch mega cool von dem Berg. Hier ist nochmal so eine Ausbuchtung, wo man halt auch irgendwas Cooles eigentlich hinbauen kann und so weiter und so weiter. In die Richtung habe ich gar nicht mehr so viel Platz, glaube ich. Obwohl, da ist habe ich aber auch noch etliche Blöcke Platz. Also ich habe hier damals nicht den gesamten Ödel-Manödel auseinandergebaut. Ihr seht hier jetzt auch noch ein bisschen, ne? Hier geht es dann vor allem, das ist quasi die Kante hier, ne? Für alle, die sich versuchen zu orientieren. Und hier möchte ich halt so eine Farm-Ebene hinbasteln. Das ist die Theorie aktuell. Aber es soll halt schön werden. Und dafür fehlen mir aktuell noch ein bisschen die Konzepte. Ich denke aber, dass das so ein bisschen auch das Weihnachtsprojekt bei mir sein wird. Weil Tiere und Weihnachten und so passt hier irgendwie alles ganz gut zusammen. Ach, da unten bist du. Und deswegen werden wir das jetzt in nächster Zeit hier umsetzen. Ich denke, dass dann so um Weihnachten rum diese gesamte Etage fertig ist. Nachdem wir das letzte Mal oder demnächst fertig sind mit der Etage unten, so ist das quasi das nächste Ding. Wir arbeiten uns strukturiert vor und dann haben wir irgendwann unser OP-Penthouse, für das ich schon recht coole Ideen habe. Und darum habe ich jetzt auch die Idee, was wir oben drauf bauen. Da werden wir dann im Januar anfangen. Ja, gut, aber das einfach mal so als kleines Konzept, was hier so läuft. Also, abonnieren lohnt sich, zuschauen auch, Daumen hoch sowieso und Klüm schreibt mir so. Alles klar, macht's gut, Leute. Ciao!